ein herzliches Willkommen, verehrte Zuschauer. Jetzt auch zum ersten Spieltag in den Gruppen E bis H, wie wir uns hier gerade, wie Sie unschwer erkennen können. In der Allianz Arena in München, die Bayern haben Benfica Lissabon aus Portugal zu Gast. Wie sie schlagen, das sehen wir gleich. Und wir gehen eine Station weiter, und zwar nach Manchester. Einen wunderschönen guten Abend auch aus dem Old Trafford in Manchester. Manchester United hat hier die AS Monaco zu Gast und gilt auch als der Favorit. Aber bei Manchester United weiß man nie, wie sie mit so einer Favoritenrolle umgehen. Das haben wir jetzt auch gerade in der UEFA Champions League gesehen. Denn dort sind sie gegen den FC Sevilla überraschenderweise mit 1:2 zu Hause ausgeschieden. Heute wollen sie auf jeden Fall alles besser machen. Monaco hat ja auch schon mal bessere Zeiten erlebt, vielleicht klappt das ja gegen sie. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Anstoß. Der erfolgt gleich nämlich in Turin. Ja, einen wunderbaren guten Tag auch aus dem Allianz-Stadion in Turin. Und hier ist dieser Spieltag jetzt offiziell angestoßen worden. Der FC Sevilla in den roten Trikots zu Gast bei Juve. Das Spiel gab es auch schon am ersten Spieltag in der letzten Saison. Da konnte Sevilla hier mit 2:1 gewinnen. Das Spiel übrigens gewann Turin dann 2:1, ebenfalls auswärts. Mal gucken, ob sich das Ganze hier wiederholt. Sevilla legt schon mal ganz gut los, kommt hier schon mal gut rein und trifft auch direkt. Also, das nenne ich doch mal einen sehr guten Start für die Mannen hier in Rot, den FC Sevilla. Die ja, wie schon erwähnt, auch in der echten Champions League Manchester United ganz schön geärgert und sogar rausgeschmissen haben. Das ist wirklich ein extrem guter Start. Sie gingen auch schon im ersten Spiel letzte Saison mit 1:0 hier in Führung und haben ja wie gesagt eine 2:1 gewonnen. Ich denke mal, dieses Ergebnis würden sie jetzt auch so unterschreiben. Ja, und Juve war nicht wirklich wach am Anfang, da werden sie direkt bestraft und Buffon denkt sich, ach nee, nicht schon wieder. Ich will einmal jetzt endlich ins Finale und das Ding holen. Aber wenn Juve das so weitermacht, dann denke ich, wird sich das Ganze mit dem Finale sehr schnell erledigt haben. Aber Juventus Turin steckt voller geballter Erfahrung. Ich denke, die werden es auf jeden Fall schaffen, hier noch in dieser Partie zurückzukommen. Aber ob das wirklich passiert, das sehen wir in den folgenden Minuten. Tor in Brüssel. Und wir gehen nach Brüssel, denn dort ist auch ein Tor gefallen. Ja, und im Gegensatz zu Turin gehen hier die Italiener in Führung. Der SSC Neapel, welcher auch der haushohe Favorit ist, führt durch dieses Tor von Mertens jetzt hier beim RSC Anderlecht. Also, in allen Spielen mit italienischer Beteiligung gibt es hier heute schnelle Tore. Ich finde, da können wir auch heute generell so weitermachen mit sehr vielen Toren. Aber, und das passiert, das wird sich auch erst in den kommenden Minuten zeigen. Dries Mertens jetzt auf jeden Fall mit dem Führungstreffer für Napoli, die ja auch diese Saison hinter ihren Möglichkeiten international geblieben sind. National kämpfen sie zwar noch mit Juve um die Meisterschaft. Ob sie es schaffen werden, das werden die restlichen Spieltage zeigen. International ist da schon Schluss. In der Champions League sind sie nur als Dritter in die Europa League abgestiegen, was schon eine Enttäuschung war. Und dann dort auch direkt an RB Leipzig gescheitert im 16-Finale. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen für Napoli. Und mal gucken, wie es jetzt in der FIFA Champions League, dem einzig relevanten Wettbewerb von den drei aufgezählten hier gerade, jetzt ihnen ergeht. Erst einmal geht es ihnen sehr gut, denn sie führen, wie sie es gerade gesehen haben, und haben auch gerade Anderlecht erfolgreich ins Abseits gestellt, weswegen von denen momentan keine Gefahr droht. Anderlecht ist ja auch nicht sonderlich heimstark, muss man sagen, haben in der UEFA Champions League 0:3 zu Hause gegen Celtic verloren, ebenfalls auch gegen Paris und München. Also, ich denke mal, das kann sich Neapel auch zunutze machen, aber apropos München, ich denke, da gehen wir jetzt mal hin, also auf in die Allianz Arena, wobei ich glaube, noch eine Chance auch nach München. Ja, die Bayern gehen hier in den etwas über 10 Minuten bisher in Ton an, kommen jetzt auch in den Strafraum. Das ist Robert Lewandowski mit dem Ball rein auf Franck Ribéry. Und der belohnt die Bayern, die, wie gesagt, die bessere Mannschaft waren. 1:0 für den deutschen Rekordmeister gegen Benfica Lissabon. Und wenn die so weitermachen, dann könnte das eine sehr, sehr lange und vor allem eine sehr, sehr harte Nacht für die Portugiesen werden. Denn die Bayern sind durchaus imstande, denen noch ein paar Tore einzuschenken. Man weiß nämlich nie, denn was RSC Anderlecht nicht ist, das sind die Münchner nämlich heimstark. In dieser Saison gab es nämlich in der Allianz Arena noch keine einzige Niederlage. Und ich denke,
Die Münchner würden das Ganze auch hier in der FIFA Champions League gerne beibehalten. Einen guten Meilenstein haben sie jetzt mit diesem 1-0 auf jeden Fall schon einmal gelegt. Jetzt muss nämlich Benfica kommen. Das würde den Bayern auf jeden Fall auch Räume hinten eröffnen, die sie wahrscheinlich auch nutzen werden. Und jetzt sind sie auch schon wieder im Besitz des runden Leders. Also, für die Münchner läuft alles nach Plan. Und wie sieht das eigentlich gerade für Tottenham in London aus? Ja, neben den Bayern ist natürlich Tottenham der Favorit aufs Achtelfinale in dieser Gruppe hier. In der Gruppe E. Momentan tut es sich aber noch ein bisschen schwer gegen die Holländer von Feyenoord Rotterdam. Die sind ja sang- und klanglos ausgeschieden in der echten Champions League. Haben da sogar eine heftige Heimpleite kassiert. Und jetzt gehen wir nach Brüssel, da ist ein Tor gefallen. Ja, und hier macht der SSC Neapel fröhlich damit weiter, den ersten Anderlecht so richtig zu mobben. Also, dieses italienische Team hat schon 2 Tore gemacht. Juventus braucht da scheinbar noch ein bisschen. Aber gucken wir erstmal auf die Entstehung. Tor in Turin. Oh, scheinbar macht Juventus doch seine Hausaufgaben. Noch einmal das Tor und auf nach Turin. Ja, Juventus hat durchaus auch seine Hausaufgaben jetzt gerade erfüllt und getroffen. Klar, das eine Tor reicht natürlich nicht. Trotzdem war es wirklich das zu erzielen. Gucken wir drauf, nichts zu halten für den Keeper aus der Entfernung. Oder sonst ein Spieler von dem Format, das Figur nun mal hat, natürlich eiskalt aus. So darf man den Elfer nicht vom Tor zum Abschluss kommen lassen. Also, die Welt für Juventus Turin sieht jetzt auf jeden Fall schon mal um einiges besser aus. Und ich denke, Sevilla, die sollten jetzt aufpassen, denn nach dem Gegentor war Juventus deutlich, deutlich stärker. Und die erwähnte Unterschrift nach dem 1-0, ich denke, die hätten sie jetzt doch gerne. Denn das 1-0 ist jetzt eben nicht mehr, da müssen sie aufpassen, dass nicht sie dagegen in Rückstand geraten. Juve kommt nämlich schon wieder über Costa. Douglas Costa immer noch mit einem Duell mit Layun. Costa setzt sich durch auf Matuidi. Das Higuain. Und zwar Higuain, da ist Khedira, Sami Khedira. 2-1 für Juventus Turin. So schnell kann es im Fußball gehen. Aber was sehe ich da? Das Tor scheint nicht zu zählen. Tor in Barcelona. Hier zählt das Tor nicht, aber in Barcelona. Das scheint scheinbar ein Tor zu zählen. Ja, und hier gibt es eine kleine Überraschung. Arsenal führt 1-0, wobei man sagen muss, dass international Barca gerade ein bisschen in der Krise ist. Fragen Sie mal den AS Rom. Die hat das nämlich sehr gefreut. Gucken wir auf das Tor noch einmal. Schön rausgespielt. Also, Elfmeter in Turin. Eine gar nicht mal so unverdiente Führung für Arsenal. Und in Turin gibt es jetzt einen Elfmeter. Jupp, und zwar für die alte Dame, die jetzt hier wirklich die Möglichkeit hat, auf 2-1 zu erhöhen, nachdem das Tor eben von Sami Khedira nicht zählte. Durch ein Handspiel im Strafraum. Dybala läuft an, verwandelt sicher. Jetzt zählt es. Jetzt hat Juventus Turin das Spiel tatsächlich gedreht. 2-1 steht es hier und das feiert Dybala, Paulo Dybala natürlich ausgelassen. Sehr schön geschossener Elfmeter. Keine Chance für den Keeper. Das wäre sogar, wenn er die Ecke hätte, sehr schwer geworden, da ranzukommen. Und vom Spielverlauf her ist uns natürlich auch mehr als in Ordnung. So, jetzt ist es nämlich wirklich der echte Sevilla, der hier wieder etwas machen muss. Wobei wir dasselbe Ergebnis vom ersten Spiel in der letzten Saison haben. Nur eben führt das andere Team. Juventus Turin dieses Mal 2-1 statt der FC Sevilla. Aber da wird sicherlich noch einiges passieren hier in diesem Stadion. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach Sinsheim. Ja, und hier steht es 0-0 zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem ZSKA Moskau, die jetzt hier keine so schlechte Freistoßposition haben. Nacho kann er mal schießen, macht er Tor auch in London. Gegen die Mauer in London ist ein Tor gefallen. In London ist ein sehr überraschendes Tor gefallen, denn die Gäste von Feyenoord Rotterdam gehen hier, nachdem der Spielverlauf es eigentlich ganz anders gezeigt hat, mit 1-0 im Wembley Stadium gegen Tottenham Hotspur nach diesem wunderbaren Schuss in Führung. Gucken Sie sich das an, wie der Ball sich da noch in den Winkel dreht. Tor in München und wir gehen nochmal nach München, denn dort ist auch schon wieder ein Tor gefallen.
Ja, und wie erwartet erhöhen die Bayern jetzt hier auch auf 2:0. Ist natürlich hochverdient, weil sie weiterhin den Ton in diesem Spiel angeben. Lewandowski war diesmal der Torschütze, guck auf die Entstehung. Da kommt er viel zu frei vom Tor zum Abschluss. Das nutzt ein Robert Lewandowski natürlich gerne aus. Also 2:0 für den FC Bayern. Ist das schon die halbe Entscheidung? Fragezeichen. Denke mal, es wird auf jeden Fall sehr schwer für Benfica Lissabon, da nochmal ranzukommen. Aber im Fußball weiß man ja nie, was noch so passieren kann. Tor in Barcelona. Und in Barcelona ist noch ein Tor gefallen. Das Imperium schlägt zurück, in dem Fall der Imperator Messi himself nach einem wahren Traumtor. Gucken Sie das an, da kommt er an den Ball. Messi kam, sah, schoss und siegte. Nichts zu halten für Peter Cech, weil der Ball einfach mega platziert war. Also, hier ist jetzt der Ausgleich gefallen. Barca ist wieder dran. Und vielleicht haben sie jetzt Bock, direkt noch ein Tor nachzulegen. Wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren, ob das passiert oder ob sie vielleicht doch ein bisschen länger brauchen oder ob sie überhaupt nochmal treffen. Man weiß es nicht. Das ist eben der Fußball. So, Arsenal hat bisher hier echt gut gespielt, das 1:0 verdient erzielt. Inzwischen ist Barcelona allerdings deutlich stärker geworden, hat das, was er 1:1 gedenkt, das jetzt auch erzielt. Jetzt, wenn Barca so weitermacht, muss Arsenal aufpassen, denn Barca kommt schon wieder. Das ist wieder Luis Suarez. Da ist Coutinho von Liverpool gekommen in der Winterpause. Rakitic. Da ist wieder Lionel Messi. Messi. 2:1 für den FC Barcelona. So schnell kann es gehen. Nächster Angriff, nächstes Tor vom besten Fußballer der Welt, Lionel Messi. Wunder. Tor in Manchester. Schön ist das gewesen. Und was Wunderschönes passiert ist auch in Manchester. Wunderschön für die Fans von Manchester United, denn die Red Devils führen jetzt mit 1:0 gegen die AS Monaco. Wirft die Entstehung, schön gemacht, schönes Tor durch die Beine, in den Winkel, besser geht es doch nicht. Also, ich hier aus der Kabine in Manchester habe das Tor vermessen zwar nicht gesehen, aber das kann nicht so viel schöner gewesen sein als das Tor. Und der Jubel, der ist wirklich von Jesse Lingard wunderbar gewesen. Da spielt er eine Runde Flöte. Also, 1:0 führe für Man United, die auch durchaus klar geht. Die haben ein bisschen mehr gemacht als die AS Monaco in diesem Spiel bisher und führen somit verdient mit 1:0. Monaco jetzt erst einmal unter Zugzwang für diese Partie. Ja, Monaco hat, denke ich mal, sehr schwer mit Neapel zu kämpfen um Platz Nummer 2. Der Man United sollte eigentlich Platz 1 holen, aber das weiß man vorher nie. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt mal eine Station weiter nach Liverpool. Ja, und die Reds haben hier den FC Basel aus der Schweiz, den Serienmeister, zu Gast. Machen hier mehr fürs Spiel, aber wirklich torgefährlich waren sie noch nicht bisher. Tor in Barcelona. Aber in Barcelona ist ein Team torgefährlich gewesen. Ja, und es sind die Gäste von Arsenal London, die jetzt hier wieder zurückschlagen. Durch Mesut Özil. Aubameyang hat hier den Ball, gibt ihn weiter zu Özil. Und Özil hat ganz viel Glück. Schießt er erst noch Umtiti an. Und von Umtiti geht der Ball gegen Marc-André ter Stegen, der mit einem Wahnsinnsreflex da noch fast den Ball noch entschärft. Aber er kann ihn eben nur abklatschen lassen und knallt er noch ganz knapp unter die Latte ins Tor. Also ein mehr als glückliches Tor für die Gunners. 41. Minute, damit wird das wohl auch so in die Halbzeit gehen, denke ich mal. Denn der Offensivdrang von Barcelona wird mit diesem schnellen Ausgleichstor jetzt auch vielleicht wieder unterbunden sein. Aber da hören Sie, das Publikum hat natürlich noch Bock. Die peitschen jetzt ihren Mann von FC Barcelona, die Katalan, nach vorne. Aber auf dem Platz kommt das scheinbar nicht so richtig an, denn da kommt direkt der Ballverlust. Aber auch auf der anderen Seite in Form von Aubameyang passiert er. Tor in London. Und in London haben wir ein Tor. Ja, und hier hat es die Spurs auch mal geschafft. Sie gleichen aus in diesem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam. Es ist hochverdient, weil sie einfach deutlich mehr machen. Und somit jetzt eben der Ausgleich hier in Wembley. Aber das wird nicht reichen für sie. Die werden auf jeden Fall deutlich mehr wollen. Also schön gemacht, schön abgeschlossen, schön gezielt. Und da ist das Tor durch den Tor in Turin. Der Lee Alli und in Turin hat nochmal ein Team getroffen. Ja, hier baut die alte Dame den Vorsprung aus. 3:1
für Juventus Turin. Das kann der Torhüter von Sevilla einfach nicht fassen. Gucken wir uns noch einmal das Tor hier in der Entstehung an. Da kann der Ball in die Mitte. Und dann passen sie mal wieder nicht auf. Da ist keiner mal im Matuidi. Und der knallt den Ball dann unter die Latte ins Tor. Also, ähnliches Tor wie auch schon noch von Higuain. Und der Jubel, der ist schon durchaus unterhaltsam. Also 3:1 für Juventus Turin. Wie scheint die Partie jetzt hier nach dem frühen Schocker durch das Tor von Sevilla in der zweiten Minute jetzt auch unter Kontrolle gebracht zu haben. So, und gleich dürfte hier auch Halbzeit sein. Vielleicht kommt ja nochmal ein Team nach vorne. Aber viel mehr sollte ja nicht passieren. Wobei 4 Minuten Nachspielzeit, da ist schon ordentlich Platz noch für Aktionen. Sevilla kommt jetzt auf jeden Fall, aber die sehr, sehr erfahrene Abwehr von Juventus Turin hält auf jeden Fall stand. Das ist Dybala auf Sami Khedira. Ich denke, die werden jetzt einfach mit dem 3:1 gerne in die Pause nehmen wollen, den Ball weghalten. Und das sei ihnen auf jeden Fall nicht zu verübeln. Also, jetzt gibt es allerdings auch einmal Freistoß für den FC Sevilla. Das könnte interessant werden. Wahrscheinlich auch die letzte Chance wird das hier jetzt sein im ersten Durchgang hier. Mal gucken, was sie daraus machen. Entfernung ist, denke ich, ein bisschen weit für einen direkten Abschluss, aber zum Beispiel ein Hakan Çalhanoğlu hat ja schon mal gezeigt, dass es auch auf weiterer Entfernung sehr gut geht. Das war längst beim HSV und vor ein paar Jahren. Das hier ist jetzt nämlich ein Sonzi von Sevilla. Jetzt gerade, er versucht das sicher, bringt den Ball rein. Der Kopfball kommt, aber es war eher ein cooler Kopfbällchen. Die Führung hat keine Schwierigkeiten, den Ball aufzunehmen. Sevilla nochmal im Ball. Schafft es einmal nach vorne. Nein, der Schiri pfeift zur Pause. Und damit sehen wir uns dann gleich wieder im zweiten Durchgang der Konferenz hier in der FIFA Champions 2018. Bis gleich. Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Halbzeit in der Konferenz am ersten Spieltag in der Gruppenphase der FIFA Champions League, die Gruppen E bis H. Die Bayern führen bei 2:0 gegen Benfica Lissabon, sind das generell deutlich überlegene Team und Benfica muss weiterhin aufpassen, dass das Ganze hier vielleicht nicht ganz böse wird. Bayern auf jeden Fall vom Ballbesitz, Kimmich auf Robben, wieder Kimmich, spielt den Ball jetzt zurück auf Thomas Müller, der sieht Robben. Das ist ein wunderbares Passspiel, das erinnert schon fast an Tiki-Taka-Tage von Barcelona. Robben, das ist James Rodriguez und das ist das 3:0 für den FC Bayern München. Also, sie machen da weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört haben, und zwar mit dem Tore schießen durch James. Also das Passspiel, das spricht wirklich für sich. James hat dann noch das richtige Glück, dass er den Spieler von Benfica so leicht abhängen kann vom Tor. Und dann kann der Torwart auch nicht mehr viel gegen tun, um den Ball am Einschlag zu verhindern. Also hochverdiente 3:0-Führung für den FC Bayern jetzt hier. Für die Deutschen sieht das auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Tor in Sinsheim. Und sieht auch für die anderen Deutschen gut aus. Das erfahren wir jetzt, denn in Sinsheim ist ein Tor gefallen. Na, ich würde sagen, das läuft eher nicht so gut hier für die deutsche Mannschaft. ZSK Moskau geht mit 1:0 in Führung hier in Sinsheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nachdem der Spieler der Moskauer hier in Messi-Manier durchgekommen ist. Den Ball dann noch wunderbar ins Netz haut. Also, das war auf jeden Fall zu verteidigen, würde ich sagen. Den Ball hätte man dann mindestens mal rausgrätschen oder kicken müssen. Aber so kann Wernblom den Ball zum 1:0 ins Netz schieben. Unverdient ist es nicht, beide Teams geben sich nicht viel. Und Hoffenheim macht da weiter, wo Hoffenheim in der Europa League aufgehört hat, nämlich mit dem Verlieren in einer europäischen Gruppenphase. Aber die deutschen Fans hier von Hoffenheim sind ungewöhnlich laut gerade. Steht auf, wenn ihr aus Hoffenheim seid, ertönt es hier vor den Rängen. Und die kommen jetzt hier, die Mann in den blauen Trikots, aber erst einmal nicht so gefährlich. Da hat die Moskauer Abwehr den Ball schnell wieder unter Kontrolle gehabt und plant jetzt ihrerseits einen Angriff. Also nicht die Abwehr, sondern der Angriff von den Moskauern. Aber der war auch nicht wirklich erfolgreicher, wurde doch viel früher von der Sinsheimer Abwehr gestoppt. Und wir
denke ich, gehen wir eine Runde weiter, da wo die meisten Tore bisher gefallen sind, nach Turin. Na, die meisten Tore schreibt nicht ganz, zumindest nicht alleine, denn in Barcelona sind mit dem 2:2 zwischen Barca und dem FC Arsenal ebenfalls 4 Tore gefallen, wie auch hier. Und hier kommt es mal wieder, Sevilla wird allerdings gestoppt von einem sehr stark spielenden Juventus Turin, die jetzt hier, denke ich mal, auch das 4:1 sogar gehen. Die wollen Sevilla hier richtig demütigen. Mir scheint es mir, aber sie müssen aufpassen. Jetzt kommt Sevilla allerdings mal wieder. Die Abwehr hat allerdings unter Kontrolle. Nicht. Das ist Muriel. Der hat den Ball, Muriel. Und da haut er den Ball in den Winkel. Sevilla ist wieder dran in dieser Partie durch diesen wunderbaren Treffer von Muriel. Der hat die Abwehr einfach absolut nicht aufgepasst. Den Ball verloren. Und Buffon sah auch nicht so gut aus, wobei der Ball auch recht schwer zu halten war. Das muss er ihm auch mal Elfmeter in London zu gut erhalten. Gucken wir noch einmal das Tor an, dann geht es zum Elfmeter in London. Ja, hier hat Tottenham jetzt die Chance per Elfmeter zum 2:1 in Führung zu gehen. Harry Kane läuft an und verwandelt 2:1 jetzt für die Spurs. Also hier führt jetzt das Team, von dem man auch erwartet hatte, dass es führt. Und da läuft er Richtung Trainer, lässt sich feiern, beziehungsweise feiert zusammen mit seinem Trainer. Es sei ihnen gegönnt. 2:2 ist hier die Führung für die Spurs in Wembley. Und damit macht Tottenham da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Denn Tottenham ist tatsächlich das einzige Team, was in der Gruppenphase alle Spiele gewinnen konnte. Mit 18 Punkten dann ins Achtelfinale eingezogen ist. Sich dann da weiterhin durchgesetzt hat gegen Atletico Madrid durch 2 Siege. Pardon, durch 1 Sieg und 1 Unentschieden. Etwas knapper wurde es dann im Viertelfinale gegen FC Brügge. Nach einer Niederlage im Hinspiel konnten sie im Rückspiel dann deutlicher gewinnen und weiterkommen. Im Halbfinale war ein Schluss, nachdem sie zu Hause vom BVB ziemlich vermöbelt wurden. Dieses Mal soll es dann, denke ich, auf jeden Fall eher Richtung Finale gehen. Aber es sollte von sehr vielen Teams das Ziel sein. Das werden nicht alle erreichen, es sind nur 2 Teams. Also hier auf jeden Fall jetzt das Spiel, wie man es erwartet hat. Tor in München. Und in München haben wir auch schon wieder ein Tor. Ja, allerdings durfte auch mal Benfica Lissabon nach vorne kommen und das nutzen sie dann auch mal direkt durch dieses Tor. Nichts zu halten für Sven Ulreich, schöne Vorarbeit. Da war die Bayern-Abwehr einmal nicht ganz bei 100% auf Rasen und dann nutzen das die Portugiesen direkt aus. Da ärgert sich Ulreich natürlich, es ist immer schön zu Null zu spielen für einen Torwart. Umso ärgerlicher jetzt dieses Gegentor und wer weiß, vielleicht geht da jetzt hier doch noch was für Benfica gegen die Bayern. Das werden wir auf jeden Fall sehen, das ist eine Auswechslung. Thiago kommt für Javi Martinez. Also ein spanischer Wechsel hier an der Stelle. Und jetzt die Bayern wieder im Ballbesitz. Ich denke mal, Benfica sollte hier im Normalfall nicht rankommen, aber das zu einem Tor kam auch schon überraschend. Vielleicht gelingt das denen ja noch 2 weitere Male. Und dann wundern sich hier alle. Aber davon sind wir Stand jetzt noch recht weit entfernt. Erstmal wieder die Bayern durch Ribéry. Er hat allerdings ein bisschen zu viele Übersteiger gemacht. Das konnte die Abwehr von Benfica dann nutzen, um den Ball zu gewinnen. Und jetzt sind sie wieder im Angriff. Aber wir müssen abbrechen, weil zu viele Münchner da sind. Und jetzt Tor in Brüssel. Ist ein Tor in Brüssel gefallen. Ja, und hier schöpft die Heimmannschaft vom RC Anderlecht noch einmal Hoffnung. Das 1:2 ist nämlich gefallen gegen Neapel, die deutlich abgebaut haben nach dem 2:0. Muss man sagen, haben Anderlecht mehr Platz gegeben, sich zu entfalten. Und das nutzen die Belgier jetzt auch mit diesem Tor. Pipi Reina kann den Ball hier auf jeden Fall nicht halten, weil der sehr, sehr platziert war. Also, die Hoffnung auf einen Punkt möglicherweise lebt hier wieder in Brüssel. Für den RSC Anderlecht. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja wirklich. Aber ich denke auch, Neapel wird jetzt auch vielleicht wieder aufgewacht sein durch dieses Tor und wieder ein bisschen sicherer spielen. Mal gucken, ob sie das hier wirklich noch aus der Hand geben. Möglich ist es auf jeden Fall, weil Anderlecht sich auf jeden Fall verbessert hat seit dem 0:2 und sie gehen auch jetzt hier schon direkt drauf, Ball gewinnen, aber der war wirklich sehr erbärmlich weitergespielt, muss man hier an der Stelle auch mal in aller Härte sagen. Und Neapel wieder im Besitz der Kugel. Tor in Barcelona. Und in Barcelona ist ein 5. Tor gefallen. Ja, und wenn schon in Turin das 5. Tor gefallen ist, dann muss man hier in Barcelona natürlich nachziehen. Der FC Barcelona trifft
Zum 3:2 gegen FC Arsenal geht es damit zum zweiten Mal in dieser Partie in Führung. Gucken wir auf die Entstehung. Dembélé auf Suarez. Wunderbar gemacht. Moment mal, das war nicht Suarez, das war tatsächlich Sergio Busquets. Da habe ich mich doch gerade... Tor in Turin. Da guckt und oh, Turin liegt direkt hinterher. Auf nach Italien. Tja, ich würde sagen, da steht es jetzt im direkten Vergleich wieder 6:5 für Turin gegen Barcelona, was die Tore angeht. Nicht so fröhlich sollten jetzt dagegen die Fans von Juventus Turin sein, denn der FC Sevilla hat tatsächlich eine Viertelstunde vor Schluss zum 3:3 ausgeglichen. Das ist wirklich ein Auf und Ab, das Spiel. Erste schnelle Führung für Sevilla. Dann kommt Juventus zurück, erhöht auf 3:1 und jetzt kommt dagegen wieder der FC Sevilla zurück. Also, in diesem Spiel ist alles drin und vielleicht fällt hier doch noch ein Siegtreffer für eines der beiden Teams. Wir sind gespannt. Tor in Liverpool. Aber vorher ist ein Tor an der Anfield Road in Liverpool gefallen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Ja, aber nicht wie erwartet die Reds in Führung. Nein, sondern die Mann, die hier heute mal ausnahmsweise in Weiß verteilt sind. Der FC Basel führt beim FC Liverpool und das ist mega überraschend. Da hat die Abwehr einfach komplett nicht aufgepasst. So kommt die Nummer 39 vom FC Basel ganz einfach an den Ball, weil die Abwehr schläft. Der Keeper sieht auch nicht so gut aus. Also 1:0. Die vom Spielverlauf betrachtet her eigentlich recht unverdiente Führung. Aber so ist der Fußball nun mal. Machst du vorher die Dinger nicht, dann kassierst du halt hinten. Und Basel nutzt die Möglichkeit auch direkt mal, um Zeit von überzunehmen durch eine Auswechslung. Serie D kommt rein für Lucas Sufi. So, jetzt muss Liverpool kommen, um in den letzten 13 Minuten noch mindestens ein Tor zu machen und die Blamage abzuwenden. Das hat ja PSG auch gegen Beşiktaş noch ganz knapp geschafft. Das ist auch Liverpool, das werden wir, denke ich, demnächst sehen. Tor in Manchester. Aber vorher bleiben wir auf der Insel, denn in Manchester am Old Trafford ist ein Tor gefallen. Ja, und hier ist jetzt auch die Entscheidung gefallen. 2:0 für Manchester United gegen die AS Monaco. Schön herausgespielt, wunderbares Passspiel. Das hat Doppelkorb wird gesagt, aber scheißegal. Auf jeden Fall macht Rashford hier das 2:0 für Manu, die damit wahrscheinlich mit einem Auftaktsieg starten werden. Es sei denn, Monaco gelingt jetzt hier die komplette Kehrtwende, denn sie sind auch nicht so gut im Spiel drin. Und schießen hier plötzlich noch aus dem Nix 2 Tore, aber das wage ich mal anzuzweifeln. Und so können sie bei Marcus Rashford bedanken nach dem wunderbaren Passspiel, dass er hier in der 80. Minute das ganze Ding hier vermeintlicherweise erst einmal klar macht. So, Lemar geht jetzt hier auch raus von Seiten des AS Monaco. Der KB kommt dafür, aber ich denke mal, das wird auch nichts mehr bringen für die Franzosen. Oder eher gesagt, für die Monegassen. Monaco ist ja ein eigenes Land. Die dürfen auch trotzdem in der Ligue 1 mitspielen. Und konnten da letzte Saison auch überraschend den Titel holen. Jetzt kommen sie noch einmal mit einem Schuss. Und hätten sie jetzt den Ball reingemacht, dann wäre doch nochmal alles drin gewesen. Aber haben sie nicht, weil David De Gea da ist und den Ball zur Ecke rausholen konnte. Luke Shaw kommt jetzt hier rein. Linksverteidiger für Ashley Young. Klar, wechseln die jetzt hinten aus. Natürlich, weil sie das Ergebnis jetzt so über die Zeit bringen wollen. Liegt auf der Hand. Erstmal gucken wir noch auf die Ecke von Monaco. Der Ball kommt rein. Wird nicht gefährlich, deswegen gehen wir jetzt wieder nach Turin. Ja, und hier steht es immer noch 3:3. Sevilla ist jetzt dem Tor näher als Juve. Die sind ein bisschen K.O. und immer noch zu überrascht, denke ich, von diesem 3:3 Ausgleichstreffer. Jetzt raufen sie sich vielleicht noch einmal auf. 83. Minute. Das ist jetzt Matuidi, der sieht Higuain. Higuain läuft alleine auf den Torhüter zu Higuain. Aber der Keeper hält ihn. Da kommt Dybala. Dybala. 4:3. 4:3. Juventus Turin trifft doch noch. Paulo Dybala, die Nummer 10, haut den Ball nach dem Abpraller ins Tor. Und damit belohnt sich jetzt hier vielleicht Juventus und kann den Heimfluch gegen Sevilla doch vielleicht brechen. Das 4:3 jetzt hier. Gucken wir noch einmal rauf. Der Keeper hält, was zu halten ist. Aber die Abwehr hat die Bolle nicht gesehen. Tor in München. Der Griff zum 4:3. Und in München ist auch nochmal ein Tor gefallen. Ja, die Bayern machen jetzt hier ein vor allem Mal. Und wir von Sandro Wagner den Deckel drauf. Führung ist der 4:2 gegen Benfica Lissabon. Nach dem wunderbaren Pass hier gerade. Wagner hat natürlich keine Schwierigkeiten, weil sie zu verwandeln. Der Keeper hat da auch keine Chance, irgendwas zu machen. Also, alles wie erwartet, München führt mit 4:1 und wir gehen jetzt dahin, wo es auch ein bisschen spannender ist. Und das ist an der Anfield Road
in Liverpool. Ja, hier versuchen die Reds nochmal alles Mögliche, um der Blamage zu entgehen. Der Ball kommt jetzt, der Kopfball auch, aber wirklich im Tor von Basel ist überhaupt nicht wackelig und hält den Ball hier souverän fest. Und ich denke mal, jetzt wird es ganz schwer für Liverpool noch was zu reißen hier, wobei sie noch über 4 Minuten mit Nachspielzeit Zeit haben. Das war dagegen ganz schwach von der Abwehr von Basel. Das ist Roberto Firmino auf Gomez. Tor für Liverpool. Es passiert doch noch nach diesem Abwehrbock der Basler Abwehr. Was auch immer er davor hatte, der Abwehrspieler. Das war alles andere als gut. Und so gelingt Liverpool doch noch der hochverdiente Ausgleich. Da sehen Sie mit der Rand die Basler Fans, die können das nicht ganz glauben. Sie waren so siegessicher nach diesem 1:0. Aber Kloppo und seine wilden Männer, wie man es so nennen kann, als Wiki-Anspielung, schaffen es auch noch auszugleichen. Also, vielleicht geht jetzt in der kurzen Zeit, in den 3 plus Minuten doch noch was. Oder doch noch mehr. Roberto Firmino wieder. Auf Mohamed Salah, der eine herausragende Saison spielt, aber Tor in London. Verliert in London, dagegen ist noch ein Tor gefallen. Ja, und hier macht Tottenham Hotspur den Deckel drauf. 3:1 führen sie jetzt gegen Feyenoord Rotterdam. Gucken wir nochmal auf die Entstehung dieses Treffers. Schönes Passspiel, schöner Abschluss. Und der Keeper, der hat da wirklich so gar keine Chance, was zu machen. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Einfach nur aus purer Verzweiflung und einfach nur aus Reaktion hält er den Arm dann nach oben. Aber natürlich kann er da absolut nicht rankommen. Und somit trifft jetzt auch schon Dele Alli das zweite Mal an diesem Abend zum 3:1. Und deswegen sah es zwar am Anfang nach Fehlstart aus, nachdem Feyenoord mit 1:0 in Führung ging durch das Tor in 31 Minuten. Aber inzwischen ist die Welt doch wohl ein göttliches Stück mehr in Ordnung. Aus Sicht der Spurs. Feyenoord hat vielleicht gehofft, hier eine Überraschung zu holen, aber 3:1 ist es auch kein so schlechtes Ergebnis für Feyenoord Rotterdam. Damit kann man von beiden Seiten her, auch vom Spielverlauf her, eigentlich leben. Und das war es jetzt auch mit der Konferenz hier. Nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Spieltag in den Gruppen A bis D. Wir sehen uns dann oder hören uns dann. Morgen ist Europa League Zeit. Also bis morgen und tschüss.